Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Zoo. Wir bauen heute wieder weiter in unserem ostasiatischen Park. Ich habe den Namen schon wieder nicht drauf. Mizutsuri? Mizui? Rui? Keine Ahnung, Leute. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Der ist auch tatsächlich sehr, sehr schwer. Und wir werden uns heute direkt an ein nächstes Gehege machen. Ich werde jetzt allgemein zusehen, dass ich auch immer so ein bisschen privat weiterbaue und dann, dass wir ein bisschen schneller vorankommen. Weil beim letzten Mal beim Red Panda Gehege haben wir wirklich viele Folgen und Livestreams dran gesessen. Das soll jetzt anders werden. Wir werden in der heutigen Folge dieses Gehege so gut wie fertig bauen und auch schon die Tiere freilassen. Das ist zumindest das Ziel. Und ich kann euch schon mal sagen, das wird auch klappen, weil das Ganze seht ihr schon im Hintergrund im Speedbild. Ich habe nämlich jetzt erstmal schon mal angefangen, hier die Grundform so ein bisschen zu machen. Es haben sich tatsächlich auch schon so ein paar Dinge wieder geändert, aber eigentlich nur Feinheiten, die ihr jetzt nicht gesehen habt. So zum Beispiel Bordsteine an den Wegen. Ich habe den Weg nochmal so ein bisschen verbreitert da und in Rot gefärbt. Das habe ich ja sogar gerade am Anfang gemacht. Da hinten im Hintergrund sieht man es gerade leicht. Und. Also sind alles so Sachen, die sind nicht ganz so wichtig. Die werde ich euch irgendwann mal im Livestream oder so präsentieren und zeigen, was ich da so gemacht habe. Aber ihr werdet an sich nichts Spannendes verpassen. Also da werde ich zumindest darauf achten, dass ich die spannenden Sachen immer mit euch gemeinsam baue. Ja, und ihr seht jetzt schon im Hintergrund, ich bin jetzt hier so ein bisschen um die Ecke gegangen, hab das nächste Gehege schon fertig und mache mich jetzt hier schon an das Highlight von dem Gehege. Und was könnte ein besseres Highlight sein als ein Wasserfall, ne? Man kann es ja schon erkennen, dass es so ein Wasserfall werden soll. Schön in der Ecke da und da oben diese beiden Felsen, da soll dann zwischen dieser Lücke sozusagen das Wasser später dann rausfließen. Jetzt mache ich unten nochmal so ein paar, ja, Aufprallfelsen hin, wo das Wasser aufprallt. Finde ich immer relativ wichtig, damit das Wasser nochmal ein bisschen interessanter ist. Wenn das einfach nur so ein gerader Fluss nach unten ist, kann man natürlich auch machen. Aber das sieht dann nicht immer, oder sieht dann nicht ganz so spannend aus, finde ich. Wenn das nochmal so ein bisschen auf Felsen aufprallt, ist das schon immer eine bisschen nicere Sache. Ich habe jetzt auch versucht, durchs Drehen der Düse bei dem Wasserfluss nach unten das Ganze so zu gestalten, dass das Wasser nicht so weit von der Klippe, ja, sozusagen wegspritzt, sage ich mal. Also, dass es so ein bisschen mehr straight nach unten geht. Das war zumindest der Gedanke dahinter. Das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Und jetzt mache ich nochmal mit diesen Wasserdüsen, Wasserfall oben heißen die, ja, sozusagen das Sprudeln auf diesen Zwischenfelsen. Und auch hier unten soll das Wasser sozusagen nochmal aufkommen. Schieb das jetzt hier nochmal ein bisschen weiter mittig, damit es ein bisschen realistischer aussieht. Und dann ist der Wasserfall schon quasi fertig. Jetzt muss eigentlich nur unten die Düse hin. Genau das mache ich jetzt. Und schon haben wir einen wundervollen Wasserfall hier geschaffen. Jetzt dekoriere ich das Ganze nochmal so ein bisschen mit Felsen. Da kann man sich auch immer wirklich austoben. Also einfach random so ein bisschen platzieren. Man kann auch öfter mal den gleichen Felsen nehmen, einfach ein bisschen rotieren. Dann sieht man das eigentlich in der Regel nicht. Und ja, wie gesagt, da kann man nicht viel falsch machen. Also da kannst du halt platzieren, wie du willst. Weil Felsen, die sind halt von der Natur erschaffen und die Natur, die macht halt, was sie will, ne? Sagt man halt so. Jetzt habe ich nochmal so ein paar Spritzdüsen unten bei dem Becken, wo das Wasser sozusagen vom Wasserfall aufkommt, ja, so am Rand platziert. Dass es so aussieht, dass das Wasser wirklich nochmal so ein bisschen gegen den Rand gespült wird und nochmal für so ein paar Spritzer sorgt. Ich habe das auch relativ tief in den Boden gemacht, dass die Spritzer nur ganz, ganz leicht sind. Ja, jetzt habe ich gerade, glaube ich, nochmal im Wiki geguckt, wie die Affen heißen, glaube ich, ne? Ja, und ob die in unser Gebiet passen, also Ostasien. Aber das kommt natürlich hin, weil wir machen heute den Japan-Makak, heißt er, glaube ich. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ich hoffe, schreibt es mal in die Kommentare. Habe ich auch so noch nie gesehen und gehört. Aber ich finde, der Japan-Makak ist wirklich mega cool. Wir werden den nachher auch freilassen, dann werdet ihr den sehen. Und im Hintergrund baue ich jetzt schon die erste Klettermöglichkeit. Die habe ich, ja, eigentlich mir so abgeschaut von dem einen Zuschauer zu. Ich weiß gar nicht mehr, von wem er war. Auf jeden Fall hat mich das sehr inspiriert. Der hat nämlich auch so Balken genommen und das Ganze mit so Lianen verbunden. Und es sah einfach mega cool aus, wie diese Affen über die Lianen klettern, weil das halt eine richtig flüssige Animation ist. Also eine richtig smoothe. Das ist auch ein scheiß Wort, ne? Ja, so eine richtig schöne Animation ist. Und nicht dieses, es sieht ja teilweise aus, wenn du selber so ein Klettergerüst baust, sieht das ein bisschen doof aus teilweise mit dem Klettern. Und auf diesen Lianen sprinten die halt so teilweise richtig rüber. Und das fand ich einfach so cool, dass ich das auch unbedingt in diesem Gehege einbauen wollte. Als nächstes baue ich hier direkt weiter mit ein paar Klettermöglichkeiten für die Affen. Ich habe mir vorgenommen, hier mal so eine Hängebrücke für die Affen zu bauen, wo sie dann von der einen Kletterstation sozusagen zur anderen rüberlaufen können. Dafür habe ich mir einfach so ein Seil rausgesucht. Das war das
gekrümmte 4-Meter-Seil müsste es gewesen sein. Und daran entlang platziere ich jetzt einmal diese kleinen 1 Meter Holzbalken, 2 Meter, ich glaube 1 Meter Holzbalken sind es, die dann sozusagen den Boden der Brücke ergeben. Und das Seil bewege ich jetzt einfach hoch, das wird nämlich später das Geländer. Ich baue das Ganze gerade noch auf der Seite, weil es einfach ein bisschen leichter für mich war. Werdet ihr auch gleich sehen, weil ich platziere das Ganze, kopiere das jetzt alles, auch alles schön im Weltraster. Und jetzt habe ich das Ganze gedreht und zack, haben wir eine schöne Brücke. Die kommt jetzt schon mal irgendwo da oben, zumindest in die Richtung, wo sie dann später sein soll. Wie ich das Ganze genau machen wollte, habe ich mir noch nicht überlegt. Ich bin aber allgemein irgendwie so ein bisschen so, ich mache mir wenig Pläne vorher. Das ist, glaube ich, auch ein Problem, dass bei mir einfach Dinge länger dauern. Wenn ich vorher zum Beispiel ein bisschen recherchieren würde im Internet, mir Bilder raussuchen würde und ein bisschen mehr Inspiration und sowas holen würde, würde das wahrscheinlich alles schneller gehen. Aber ich finde, es hat auch seinen Reiz, einfach das Spiel zu starten und drauf loszubauen. Und das sind dann halt auch wirklich Sachen, die aus meinem Kopf stammen und nicht irgendwas, was ich einfach nachgebaut habe. Ich meine, gegen Nachbauen an sich spricht ja nichts, aber es ist schon anders, wenn man einfach sich hinsetzt und loslegt. Das Ding hier gerade soll jetzt sozusagen die erste kleine Schlafhütte für die Affen werden. Die werde ich auch relativ simpel eigentlich bauen. In dem Stil habe ich ja schon öfter irgendwelche Hütten oder Häuser gebaut. Ist ja auch relativ einfach. Einfach mit diesen Holzbalken eine Plattform, ein Viereck bauen, dann an den Rändern einmal Holzbalken hochziehen, Dach oben drauf und zack, fertig ist die Hütte. Hab mich dann hier für so ein rotes Dach entschieden. Das fand ich eigentlich ganz schön als Farbakzent und das passt ja auch so ein bisschen in diesen asiatischen Raum. Das habe ich dann einmal noch so abgerundet, kann man nicht sagen, aber einmal so ein bisschen abgeschrägt an den Seiten und perfekt auf das Häuschen platziert. Ich glaube, wenn es mal wieder ein bisschen wärmer wird und im Sommer, werde ich mich mal wieder in so einen schönen Zoo begeben. Irgendwie habe ich da Lust zu, wobei ich das auch irgendwie, ich sehe das so ein bisschen zweischneidig, ne? Ich will das auch irgendwie nicht unterstützen, Tiere in Gefangenschaft und sowas, aber ich gucke mir halt gerne Tiere an und ja, vielleicht kennt ihr ja einen guten Zoo, den ihr mir empfehlen könnt, wo die Tiere sehr, sehr gute Haltungsbedingungen oder sowas haben. Weil ich würde wirklich gerne mal wieder in den Zoo, vielleicht mit Miriam oder so, vielleicht kann ich sie ja einladen, das wäre mega cool. Ich war schon echt lange nicht mehr in einem Zoo, deswegen. Aber ich, zum Beispiel, ich war im Serengeti-Park, war ich schon. Ich würde gerne in einen Zoo fahren, in einen neuen Zoo fahren sozusagen. Der kann auch ruhig ein bisschen weiter weg sein, weil Miri und ich haben ja ein Auto, das ist ja kein Problem. Aber ich möchte halt, wenn dann in einen Zoo, wo es den Tieren auch merklich gut geht. Also wo ich zumindest das Gefühl habe, den Tieren geht's gut. Natürlich geht es Tieren immer besser, wenn sie nicht in Gefangenschaft leben und sowas. Und eigentlich sollte man das auch nicht unterstützen. Ich glaube, Zirkusse gibt es auch gar nicht mehr, ne? Also zumindest sind, glaube ich, die meisten Zirkusse mittlerweile, oder zumindest die großen Zirkusse, sind mittlerweile, glaube ich, auf Shows umgestiegen ohne Tiere, wenn mich nicht alles täuscht. Ist ja auch egal, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Ich habe auch nicht so viel Ahnung. Im Zirkus war ich auch ewig nicht, aber das vermisse ich auch nicht. Aber wie gesagt, in Zoo würde ich gerne mal wieder fahren und Miri hätte sicherlich auch Lust, denke ich mal. Vielleicht könnt ihr mir den ein oder anderen Zoo empfehlen, würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und ja, ihr habt jetzt schon gesehen im Hintergrund, wir sind jetzt quasi fertig mit den Kletterangelegenheiten oder Klettergelegenheiten. Baue jetzt hier hinten nochmal eine schöne Mitarbeitertür rein, versuche die natürlich zu verstecken, so gut wie es geht. Habt ihr auch so ein bisschen im Schatten von dem Haus absichtlich gebaut, damit man die noch schlechter sieht. Und jetzt geht es nochmal daran, so ein bisschen Felsarbeit zu leisten. Ich habe das Ganze ja am Anfang nur grob abgesteckt und jetzt muss ich es so machen, dass es auch wirklich natürlich aussieht. Ich bin da tatsächlich immer so ein bisschen so, dass ich fast immer die gleichen Felsen benutze. Also, ich will damit nicht sagen, dass ich immer nur die gleichen... das klingt jetzt komisch. Nee, ich meine damit, wenn ich zum Beispiel eine Felswand baue, dann benutze ich bei dieser einen Felswand meistens nur höchstens 3 verschiedene Felsen. Und bei der nächsten Felswand benutze ich dann wieder 3 verschiedene Felsen, aber andere 3 verschiedene Felsen. Kann man das nachvollziehen? Also, ich mache es dann halt wirklich meistens so, dass ich die einfach rotiere und das dann so baue, weil ich finde, das reicht immer völlig aus, damit diese Felswand wirklich natürlich aussieht. Nur natürlich in bestimmten Fällen und Situationen muss man dann wirklich einzeln die Felsen platzieren und auch richtig drehen und rotieren. Aber ansonsten kann man das wirklich immer relativ schnell und simpel lösen, finde ich. Und jetzt geht's hier schon an die Gestaltung von dem Gehege. Das Problem ist natürlich noch, ich habe die Äffchen noch nicht in meinem Zoo gehabt und das ist Franchise-Modus
und deswegen muss ich die noch erstmal in das Gehege setzen und dann erstmal mit dem Tierarzt erforschen lassen, damit ich diese ganzen Gegenstände, Spielzeuge und sowas für die Affen freischalte. Deswegen kann ich die natürlich jetzt noch nicht platzieren. Das müssen wir alles noch im Nachhinein machen. Aber das werde ich gleich auch, glaube ich, noch im Realtime-Part sagen. Lasst euch überraschen. Ja, und jetzt platziere ich erstmal so ein bisschen. Hab natürlich oben den Filter eingestellt. Asiatisch, Tiger und gemäßigt. War für die Affen. Hab das Ganze im Zoopedia nachgeguckt natürlich. Und suche mir jetzt erstmal so ein paar Bäume aus. Dabei habe ich auf jeden Fall darauf geachtet, dass die Bäume auf keinen Fall die Sicht versperren auf die Klettermöglichkeiten und auf den Wasserfall. Weil das sollen die Leute natürlich gut erkennen können von dieser Glasfront aus. Ansonsten kann man das Ganze ja auch noch schön mit irgendwelchen kleineren Bäumen und Büschen ein bisschen begrünen und gestalten, weil, ja, ich will halt nicht, dass die Sicht verdeckt ist. Dieser eine größere Busch, den ich vom Wasserfall gerade platziert habe, der geht noch gerade von der Größe, finde ich, aber ich habe mich dann am Ende sogar noch dagegen entschieden, diesen Busch da zu behalten. Also den entferne ich nochmal, mache jetzt hier nochmal ein bisschen die Klippen ein bisschen grüner. Das ist immer so ein bisschen frickelige Arbeit. Man kann zwar ganz gut mit diesen an Oberfläche platzieren Optionen-Dingen arbeiten, aber ja, das ist nicht immer ganz optimal. Also eigentlich kann man das immer als Grundausrichtung nehmen und dann würde ich da immer nochmal mit diesem Achsentool beigehen und das Ganze einmal vernünftig platzieren. Ansonsten kommen jetzt hier nochmal so ein paar kleine Bambus-Begrünungen rein und ich suche hier nochmal so ein bisschen Gras raus, was hier unten überall wächst. An den Felsen und sowas macht sich das immer ganz gut, an Bäumen und allgemein an Gegenständen. Das ist ja in echt auch immer so, dass irgendwie Pflanzen immer an Baumstämmen oder sonst was. Ich habe zumindest das Gefühl so und ich glaube, es ist auch wirklich so. Also ich habe schon viele Bilder gesehen, wo es halt wirklich so ist und ich habe es auch schon viel in Real Life gesehen. Ne? Ich gehe auch aus dem Haus. Ich kenne die Natur nicht nur von Bildern, auch wenn ich sehr, sehr wenig draußen bin, das stimmt schon. Bin halt ein kleiner PC-Freak, aber ihr seid wahrscheinlich nicht besser, bin ich mir sehr, sehr sicher. Die meisten zumindest. Leute, geht nach draußen, die Natur ist schön. Ja, wo wäre ich stehen geblieben? Genau, Sachen wachsen an Gegenständen. Ja, so ist das halt. Ja, ich habe jetzt hier einfach alles noch so ein bisschen begrünt, gerade so die Ränder und sowas. Und dann waren wir schon fast fertig, aber eine Sache, die ich ja vorhin schon erwähnt habe, nämlich dieser Busch, der muss natürlich gleich noch weichen. Da suchen wir uns gleich nämlich noch schöne Alternative raus. Na, los, Dandy? Ja, da wird er gelöscht. Und jetzt gucke ich mir erstmal den pinken Baum da an. Ich klicke jetzt hier einfach mal so ein bisschen durch. Und dann fand ich eigentlich hier diese Baumstämme ganz schön, weil die nehmen wenig Sicht weg und sind immer eine schöne Deko. Da habe ich mir dann diesen einen etwas größeren rausgesucht. Und dann war ich schon sehr zufrieden mit dem Gehege. Jetzt springen wir nochmal zu einem kleinen Realtime-Part und da lassen wir die Affen frei. So, meine Freunde, das Gehege ist jetzt erstmal grob fertig eingerichtet. Ich finde es ganz schön geworden. Wir haben jetzt auch uns nicht die Sicht oder sowas verbaut hier, also man kann alles sehr gut erkennen und ich hoffe wirklich, dass es einigermaßen gut ist für den Japan Schlag mich tot, Makask oder so heißt er, glaube ich, der Affe. Den müssen wir gleich erstmal kaufen, aber wir müssen auch noch auf so Dinge achten später, dass wir alles hier den Boden und sowas anpinseln. Das wird auch optisch nochmal richtig viel hermachen, wenn wir hier den Boden anpinseln, aber damit wollte ich halt warten, bis die Tiere drin sind. Und wir müssen den noch mit dem Tierarzt erforschen, so ein bisschen, damit wir solche Gehegegegenstände freischalten, dass wir noch Spielzeug bekommen, Futterspielzeug und solche Sachen. Das können wir halt auch alles erst im Nachhinein positionieren und platzieren. Und wir müssen natürlich gucken, ob das Gehege ausbruchssicher ist, ob es groß genug ist, ob genug Wasser vorhanden ist, ob genug Kletterstellen vorhanden sind. Das können wir halt alles erst machen, wenn dann die Affen wirklich im Gehege sind. Ich habe lange kein Affengehege mehr gebaut, habe das letztens in einem Zuschauerpark gesehen, deswegen habe ich mir jetzt als Ziel gesetzt, wieder ein Affengehege endlich mal wieder zu bauen. Und ich habe mich für diesen coolen Japan Makak, so heißt er, entschieden. Die finde ich optisch halt mega nice irgendwie, ich weiß nicht. Schauen natürlich, dass wir hier welche mit Fruchtbarkeit bekommen, mit guter Fruchtbarkeit. Na, natürlich laggt der Markt jetzt wieder mega. Ich kann ja gar nichts anklicken. Ah doch, hier geht's. Gut, wenn die... Oh, 100% Fruchtbarkeit. 10 Jahre. Geht, glaube ich, auch noch klar, oder? Hier kommen Weibchen. 6,3 Jahre. 83 Fruchtbarkeit. Nehmen wir. Brauchen wir gleich noch ein passendes Männchen dazu. Na, komm schon. So, passendes Männchen haben wir auch. Sogar mit 100% Fruchtbarkeit. Also die werden sich hoffentlich paaren. Ich kann mir auch vorstellen, dass die sogar noch mehr Affen brauchen. Aber wir werden jetzt erstmal diese zwei in den Zoo oder in das Gehege platzieren, um zu schauen, wie das Gehege denn den Affen gefällt.
Da bin ich jetzt persönlich auch sehr gespannt. Oh, wir haben sogar noch einen weiteren, sehe ich gerade. Und zwei Männchen. Aber das lassen wir lieber mal. Man weiß ja nie bei zwei Männchen, ne, ob das nicht Ärger gibt. Das ist ja immer so eine sehr gefährliche Sache. So, verlegen wir die mal. Ich hoffe, die kommen jetzt auch gleich. Auf jeden Fall hilfreich. Das ist ein bisschen nervig, dass der Shop immer noch so oder dieser Tiermarkt so ein bisschen laggt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, ich bin hier ist auch noch so eine Stelle. Aber gut, die ist jetzt halb so wild. Die sieht man ja sowieso nicht. Ist eh nur der Mitarbeiterweg. Aber ich möchte hier eigentlich nochmal kurz bei. Weil ich, was sind das für Felsen? Tigerfelsen. In der Zeit, wo die Mitarbeiter hoffentlich herkommen. Ja, Play ist auf jeden Fall an. Wollte ich nochmal versuchen, das hier oben abzudecken. Können wir mal schauen, ob wir das jetzt auf die Schnelle hinkriegen. Sollte eigentlich recht simpel sein. Einfach hier über der Tür wollte ich das abdecken. Damit das so ein bisschen so aussieht, als wenn die Tür zumindest so ein bisschen in der Felswand drin ist, ne? Ich habe die Tür eh relativ gut versteckt bekommen, da finde ich. Damit bin ich schon sehr zufrieden. Und vielleicht kriegen wir es ja noch ein bisschen besser hin. So, machen wir erstmal. Das ist jetzt hier nicht so ideal. Aber die Mitarbeiter brauchen auch ein ganzes Stück. Ich hoffe, die können hier überhaupt hin. Weil ich habe jetzt hier nichts in der Nähe, glaube ich, an Mitarbeitergebäuden, wo die dann die Äffchen heraus... Oh, da kommen sie. Und da sind unsere Affen angekommen. Mega cool sehen die aus. Mag ich auch sehr, sehr gerne, die Äffchen hier, ne? Schön weißes, plüschiges Fell und so ein richtig rotes Gesicht und einen roten Hintern. Total witzig. Ich weiß gar nicht, warum das ist. Damit man nicht erkennen kann, wo vorne und hinten ist? Oder warum ist das so? Da muss sich ja Mutter Natur eigentlich irgendwas bei gedacht haben. Oh, der ist schon sehr putzig, ne? Ihr könnt übrigens gerne Namensvorschläge für die beiden hier in die Kommentare schreiben. Das sind ein Männchen und ein Weibchen. Er geht hier sogar direkt klettern, Leute. Seht ihr das? Das mit den Lianen habe ich mir übrigens auch abgeguckt. Aus dem Zoo, wo ich das mit den Affen gesehen habe. Weil auf den Lianen sind die Kletteranimationen mega cool. Deswegen habe ich das hier vorne halt so hingemacht, damit die immer schön für die Leute am Klettern sind. Und das Gehege sieht gar nicht so schlecht aus von der Gestaltung, sehe ich gerade. Ja, Gelände ist natürlich noch miserabel. Das können wir jetzt auch gleich noch schnell machen. Bepflanzung ist super. Wie sieht es hier aus? Okay, wir brauchen mehr Erwachsene. Das heißt, wir packen da gleich noch ein Männchen oder Weibchen rein. Ich werde gleich noch ein Männchen dazu packen. Also ihr könnt für drei Affen auf jeden Fall Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Und mit etwas Glück seid ihr dann hier in meinem Zoo vertreten. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Vielleicht kriegt ihr dann ja auch das ein oder andere Baby. Das wäre zumindest später das Ziel. Kletterplatz haben wir auch genug. Das heißt, das Gelände müssen wir nochmal überarbeiten. Und dann den Affen so ein bisschen erforschen. Dann ist das Ganze eigentlich schon relativ gut. Also wir sind... Oh, es ist natürlich jetzt gerade ein bisschen so sonnenuntergangsmäßig. Aber das sollte noch einigermaßen passen. Warum habe ich den jetzt nicht mal angeklickt? Mit den Affen. Nicht in dieser Sicht. So, jetzt wollen wir nämlich hier mal so ein bisschen bearbeiten. Wir haben noch viel zu viel kurzes Gras, wie ihr seht. Also das mag er gar nicht. Er mag allgemein nicht so gerne Gras, sehe ich gerade. Oh, der braucht Schnee. Oh mein Gott, das wusste ich nicht. Ist ja interessant. Okay, ich glaube, wir müssen unser Gehege noch mit Klimaanlage und sowas ausstatten. So, hier haben wir die Klimaanlage. Die packe ich mal einfach hier in den Boden, weil ich finde die optisch immer nicht so schön. Stellen das Ganze mal auf minus 5 Grad, dann sollte Schnee eigentlich liegen bleiben. Ein Schneegehege habe ich, glaube ich, auch so noch fast gar nicht gebaut. Also damit kenne ich mich gar nicht aus. Das ist halt jetzt mal genau das Gegenteil. Bei den anderen Tieren brauche ich überall immer Klimaanlagen und hier brauche ich einfach mal Schnee. Finde ich aber witzig. Okay, der Schnee bleibt auch auf jeden Fall liegen. Das ist schon mal sehr gut. Sieht sogar voll schön aus. Das passt zu dem Gehege. Durch das Glas aussieht. Seht ihr das? Oder ist das geschmolzen? Ach nee, der ist geschmolzen. What, warum? Hä? Jetzt kommt er wieder. Okay, keine Ahnung, was das gerade war. Aber das sieht schön aus mit dem Schnee, oder? Ich denke mal, ich werde dann auch noch eine Klimaanlage hier vorne in den Boden versenken, auf der anderen Seite. Damit auch dieser Bereich im Schnee ist, weil der mag ja sehr, sehr gerne Schnee. Der kleine süße Äffchen. Ich glaube, ich muss die... Ich will die eigentlich hier... Wir machen die mal hier hin. Dann können wir die hoffentlich noch anklicken.
Nein, können wir nicht. War problematisch, aber das regeln wir anders. Wir machen erstmal so. Stellen die jetzt auf minus 5 Degrees, also 5 Grad. Minus 5 Grad. So, komm. Den Radius kann man hier unten auch noch einstellen. Das ist auch sehr praktisch. Und jetzt lüftet sie und wir versenken sie natürlich im Boden. Ich mag das halt wirklich nicht, wenn solche Anlagen rausgucken. Ich meine, wenn da so ein bisschen Dampf auf den Boden kommt, hier wie hier und da vorne, finde ich das gar nicht so schlimm. Weil wie ist denn das, wenn wir die wirklich so... Es wäre schon realistisch, wenn hier so eine Anlage zu sehen ist, ne? Wenn man rein realistisch das bedenkt. Ich meine, dann muss ich die halt so platzieren, dass die versteckt sind. Das wäre eigentlich gar nicht so doof. Kann die auch rausgucken lassen. Ich glaube, so schlimm würde es jetzt nicht aussehen. Wieso machen die denn jetzt schon wieder hier in Betrieb? Aber wieso ist der Schnee geschmolzen? In Betrieb. Minus 5 Grad. Weil ich die neu platziert habe? Kann das daran liegen? Oh ja, die muss gerade erstmal wieder runterregeln. Mein Fehler, Leute. Jetzt verstehe ich das so langsam. Gut zu wissen. Aber bis jetzt scheinen die nicht auszubüchsen hier, die Dudes. Finde ich sehr cool. Schön ist, man muss hier sich gar nicht so viel Mühe damit im Untergrund geben. Wobei so im Wasser und so müssen wir den Untergrund natürlich auch noch an den Sinn dann später. So, wie sieht es jetzt hier aus? Boah, alles im grünen Bereich. Das ist ja locker easy mit den Äffchen hier. Das ist ja mega gut. Schauen wir mal, ob die hier ausbüchsen können aus dem Gehege. So, passierbarer. Oh ja, hier können die ausbüchsen. Das tut ja auch gerade, ne? Jo, ja, moin. Ja, moin. Okay, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das packen wir auch mal kurz ins Handelszentrum. Leute, wir müssen das hier erstmal dann noch fixen. Ich weiß jetzt nicht. Wir können wahrscheinlich einfach hier über das Holz rüberklettern. Da muss ich mir halt irgendwas noch überlegen. Aber das werde ich erst in der nächsten Folge machen. Und in der nächsten Folge würde ich sagen, pinsel ich dann auch noch hier so ein bisschen weiter an. Ich meine, so dringend ist es jetzt nicht, dass wir hier mega viel anpinseln müssen. Aber ich wusste zum Beispiel jetzt nicht, dass das Schneetiere sind. Aber ich finde es jetzt gar nicht schlecht. Also es passt auf jeden Fall von der Optik gut zum Gehege. Leider wird es gerade Nacht, aber Leute, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Schreibt auf jeden Fall coole Namensvorschläge für 3 von diesen Japan-Makaken. War das richtig? Ich hoffe. In die Kommentare würde ich mich sehr darüber freuen. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich auch sehr über ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch noch ein angenehmes Wochenende. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.